Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boxenstopp. Ja, mit den lieben Banausen Herrn Bananenbrot. Hallöchen. Den lieben René Nienchen ist auch mit dabei. Hallihallo. Ja, wir haben wieder ein paar Themen. Ich sehe aber. Ach doch, den Wichtpunkt sehe ich. So, und ja, fahren wir los, Jungs. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Nächste Party Ich kommt bin jetzt als bestimmt drei Erster Tage da. wach. Oh, ich hab die nächste Party hier. Oh, was ist denn? Die nächste Partie. Ja, Da was ist der macht was? unhandlich. Da hat die Banane gerade gedreht. Ja. Nein, ich habe versucht, einen 180er zu machen, dass ich rückwärts fahre. Aber das Teil, das schafft nicht mal eine Drehung, das kracht voll in die Bande. Ja, ich habe übrigens noch ein schönes Thema, das hatten wir ja. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Gruppe gepostet gehabt. Ja, Realität oder beziehungsweise Videospiele und Realität. So im Vergleich. Finde ich ein sehr schönes, großes Thema. Weil ich Ja. finde, die Spiele werden ja. Ich weiß gar nicht, was Banane sich schon wieder weglacht. Ich will kein Wissen. Ich auch nicht. Ich im Nein, Elden Ring nicht wissen. auf jeden Banane ist sowieso heute nicht ganz da im Thema. Nee, da bin Deswegen. ich da. Er ist überhaupt nie richtig da. Das ist immer geistig woanders. Ja, verstehe ich nicht. Nein, Verstehe ich nicht. Spiele werden ja immer realistischer und auch grafisch immer hübscher und alles. Und ja, auch so die Entwicklung der Spiele haben sich so in der letzten Zeit ja ganz schön gewandelt, na? Ja, das stimmt. Also wenn man sich die Grafiken von heute mit den anderen vergleicht, alter Schwede, sind sehr realistisch geworden. Ja, Das sieht gut. man. Heute hat man natürlich auch eher die Möglichkeiten dafür. Man sieht es zum Beispiel bei Metal Gear Solid Phantom Pain. Es gibt einen Vergleich, seitdem das erste Bild vorgestellt worden ist, glaube 2013 war das. Über die letzten Jahre, wie sich's gewandelt hat und wie jetzt doch die letzte Version also die Final Version aussieht. Also ist schon der Hammer. Ja, die Banane fällt wie eine gesenkte Sau. Hast du das auch gerade Ja, gesehen? hat dich voll weggerammt. Ja, hab's gesehen. Ich Ja, war schön gemütlich hier. der fährt aber auch wirklich so Auto. Also Ja. so wie der manchmal vor einer roten Ampel abbremst, da nicken mal ordentlich alle im Auto immer. Weil da geht er ganz schön die Eisen. Bis auf den Ja. letzten Drück Vollgas. Ach, Ja, deswegen Quatsch. auch ein blaues Auto, Genau. ne? Nee, aber auch so generell so die ganzen auch Gesichtszüge bei Videospielen, wie realistisch so einige Gesichtszüge in Spielen auch sind, wenn die so Oh reden ja. oder so, zum Beispiel sie als bestes Beispiel, zum Beispiel auch Until Dawn. Also da muss ich ja sagen, alter Schwede. Das Ne? habe ich noch nicht gespielt und das würde ich auch gerne noch spielen. Hm. Aber ich kann dazu noch nicht. Aber ich kann halt jetzt so sa wirklich sagen, von Metal Gear Solid 5 bombastisch, auch das kleine Grafik-Update bei Destiny hat sich sehr viel verändert, ist sehr realistischer geworden. Auch in den Mimiken, was man in den Videoszenen gesehen hat, wie hier zum Beispiel bei The Taken King, die eine, wo die Königin da so umgefallen ist, wie realistisch und das Ganze war. Hammer. Ja. Also das ist, ich Aber das glaube, aber auch ich. schon vor Jahren. Ich sag nur L.A. Noire, wo das Ja. Entwicklungsstudio an der aufwendigen Gesichtsanimationstechnik Ja. pleite gegangen ist. Ja. Tschüss, Banane. Wie tschüss, Banane. Ja, weil du vorne alleine fährst. Ach so, Aber ist ja, das egal. stimmt. Wir fahren hier Ja, schön gemütlich. wie Ja, gesagt, ich ein hatte freien Bahn. ich hatte einen Ja. freien Bahn. Freien Da, darum Für bin ich auch nein, gerne bei und auch Flex den das. Bulli mitgefahren. Aber, Ey, ja. das Auto sieht aus wie ein Fisch. Nein, aber auch, wie gesagt, so diese ganze. Meint ihr denn irgendwann später haben wir wirklich so richtig Fotorealismus? Ja, ich sag nur die neue Unreal Engine, da haben wir schon Grafikdemos gesehen und das da abends ein Video gezeigt, der war eigentlich komplett computeranimiert. So eine Rundführung in der Wohnung und da hast du wirklich gemeint, da läuft einer mit der Kamera durch eine Wohnung, so verdammt real sah das aus. Ja. Ich finde aber, man muss es immer noch von der Realität unterscheiden können, egal wie realistisch es jetzt aussieht, weil sonst wird es, glaube ich, keiner mehr spielen. Wovon wollte ich gerade sagen, von Link, dann ist es auch kein Spiel mehr. Weil wenn es so aussieht wie die Realität, weil dann, ne,
Dann kaufst du dir halt selber, weißt du, eine Stange Dynamit, schmeißt irgendwo hin, alles Taco. Ja. Ja, da muss man auch wieder, das ist auch dieses Thema Realität und Videospiele. Mhm. Viele verstehen auch, können das auch in der Psyche nicht auseinanderhalten. Ja, Videospiele machen nicht aggressiv, machen überhaupt nicht aggressiv, Videospiele. Videospiele machen überhaupt nicht aggressiv. Nein, man sehe nur unseren lieben Herrn Konsumer, der sich durch FIFA die Zehe gebrochen hat, weil er so Aggression bekommen und gegen den Kühlschrank getreten hat. Ja, voll gegen den Kühlschrank getreten und der Zeh war kaputt. Nein, es gibt aber halt Leute, die können dann irgendwann nicht mehr unterscheiden. Die verlieren sich zu sehr in den Videospielen. Richtig. Klar, es gibt auch, es gibt auch, es gibt aber auch dann die andere Seite, sag ich mal, wo man sich wirklich auch gerne entführen lässt in so gute Stories und alles in Videospielen, wo man dann sagt, ja, das ist richtig schön, ne, da fühle ich auch mal mit oder so. Na, aber das muss man echt. Das hat man wirklich bei Final Fantasy VII gehabt, wer es nicht gespielt hat, sollte es mal spielen, auch jetzt die Neuauflage, die sie kommt. Aber da, wo das eine Mädchen getötet worden ist vom Endboss mitten im Spiel, man hat so Aggressionen gegen ihn bekommen. Man hat am Ende so auf ihn reingehauen im Endkampf. Das war, man hat sich wirklich tief emotional damit hineinreißen lassen. Also das war schon. Spoiler doch nicht. Oh, Spoiler, das Spiel ist jetzt gute 15 Jahre alt. Und das ist eine der, es ist eine dieser Szenen, die kennt fast jeder von dem Spiel. Vor allem, wenn man den Film geguckt hat. Ja. Das ist schon. Ja. Aber wie gesagt, Fotorealismus oder so, ist, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, sieht schon schön aus. Na. Und, für Filme, ja. Also für animierten Film, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Ja. So, weil das, da kann man wiederum Sachen machen, also richtig fotorealistische Raumschlachten und das Ganze, Science Fiction. Ja, dafür würde ich mir diese Grafik wirklich wünschen, weil, nehmen wir jetzt so zum Beispiel Star Wars. Star Wars mit Fotorealistik, die ersten Teile, würde richtig Hammer werden, epische Raumschlachten, fremde Welten darzustellen. Und das Ganze fotorealistisch, das wäre wirklich der Hammer. Aber bei Spielen, Spiel muss Spiel bleiben, das muss auch ein bisschen knallige Farben haben, muss ein bisschen herausstechen. Richtig. Das muss halt dieses Spiele-Feeling geben. Ja. Was, Fotorealistik, ja, für einen Simulator vielleicht, für den Farming Simulator 2017. Fotorealistischer Getreidewachstum. Ja. Ja, das kann ich mir eher vorstellen. Das wäre richtig cool. Aber jetzt stell dir halt sowas vor wie Destiny oder GTA. Fotorealistisch. Das würde mir den Spielspaß nehmen. Das würde mir so den Spielspaß nehmen, weil dann hat das dann verliert sich wirklich die Realität. Darum genauso, ich stell dir vor, GTA, brutales Spiel eigentlich. Ja gut, dann kriegst du gar keine Freigabe mehr, das wird indiziert. In Fotorealistik und dann das Ganze noch mit der Projekt Morpheus. Du verlierst dich da drin. Na, natürlich. Überleg mal, du gehst in Ego-Perspektive bei GTA mit der Projekt Morpheus über die Straßen und bist ja sowieso schon in einer ganz anderen Welt. Ja. Oder Projekt Morpheus, Ego-Perspektive, Dying Light. Ja, das ist doch ein Herzinfarkt. Ey, Projekt Morpheus hat ja jetzt auch endlich ihren festen Namen bekommen, ne? Heißt ja jetzt Sony VR, ne? Ja. Sony VR. Ja, das super. Sony VR. Das ist so originell. Ja. Für mich bleibt sie Morpheus, ganz ehrlich. Ja. Das ist. Ja, diese virtuelle Realität, das gab es ja schon mal vor 20 Jahren. Das gab es schon mal. Ich weiß noch. Wo man bei den Arcade-Shootern, weißt schon, bei diesen großen Automaten, die Pistolen hatte. Da gab es schon die ersten VR auch mit Brille. Also das war eher so ein Helm, den man sich aufsetzt. Und da war man so ein Gestell drinnen. Heute kriegst du das alles mit HD-Grafiken für zu Hause. Ja. Gut, kriegst du aber trotzdem Schweinegeld hin. Ja. Aber ein Spiel muss ein Spiel bleiben. Fotorealistische Grafik, vielleicht bei Videoszenen oder so, bei Zwischensequenzen. Aber Gameplay her, doch Videospiel-Grafik. Nicht so abgehoben. Ja.
Aber sie hatten auch jetzt darüber gesprochen gehabt, also jetzt hier über den Morpheus, vom Preis nochmal so ein bisschen. Also sie haben natürlich nicht verraten, was er kosten soll oder was es kosten wird. Aber sie sagten auf jeden Fall, dass halt Projekt Morpheus halt sich, ja, sie wollen es so verkaufen halt wie eine neue Plattform. Und da liege ich dann natürlich schon sehr nahe, dass es dann doch so... Genau, das ist auf Konsolen. 400 bis 500 Euro dafür. Ja, locker. Gut, da sage ich dir aber ganz ehrlich, da warte ich dann noch eine Zeit lang, kaufst du mir wieder irgendwann mal gebraucht. Ja, gebraucht würde ich sie mir nicht holen. Also wenn, dann möchte ich sie mir schon neu holen. Weil ich weiß nicht, welcher Hinz und Kunst das schon auf der Birne hatte. Und was für Leute... Entschuldigung, liebe Zuschauer, nicht, fühlt euch jetzt vielleicht nicht angesprochen damit, aber es gibt wahrscheinlich vielleicht Leute, die vielleicht einen total ungepflegten Kopf haben. Und ich setze mir das Ding dann irgendwann auf den Schädel, ja, und hab dann, hat dann Flohmäuse in meiner Frisur. Nein, möchte ich nicht. Ne? Deswegen, also da würde ich auch, glaube ich, in den Apfel beißen und, glaube ich, das Geld hinlegen, weil... Ja, aber vielleicht ist es 2 Jahre nach Release günstiger. Ganz im Ernst, noch ein bisschen ausgereifter dann schon, weil da wurde in der Massenproduktion fallen dann noch Mängel auf und ja, die werden bei der zweiten Generation raus sein. Also Kinderkrankheiten, das holen. Teil wird Kinderkrankheiten haben, da wird dir die Schuhe ausziehen, das verspreche ich dir. Also ich weiß noch früher von den VR-Brillen, ich hatte davon rasende Kopfschmerzen bekommen, weil das mir doch halt zu nah am Auge war. Das wirst du bei der Ding Sony aber auch haben, sag ich dir jetzt schon. Ja. Ja, also wenn sich jemand ein Projekt Morpheus oder generell eine VR-Brille zulegt, soll sie doch mal testen, weil ich denke mal Mediamarkt, Saturn und Co. werden auch die Möglichkeit bieten, das Ding anzutesten. Ja, klar. Ja. Und uns bitte ein Review. Also ich hatte ja schon, ich hatte das Ding ja schon auf dem Kopf gehabt, auf der Gamescom. Und, ja, wo du deinen Nachbar fast einen ins Gesicht gehauen hast. Nee. Nee, es war ja, wie gesagt, ich habe einmal diesen Tetris-Klon da gespielt, wo halt um diesen Block rumgucken musstest. Und das ging eigentlich noch, das war eigentlich noch... Genau, ich hatte meinen Charme spielen lassen. Nein, aber wie gesagt, das ging eigentlich auch noch so von der, auch von der Bewegung her. Aber wie gesagt, das zweite, wo ich da nochmal mein Glück hatte, nochmal antesten zu dürfen, war ja dieses actiongeladene Dingen, wo du da halt als Beifahrer im fahrenden Auto sitzt und dann musst du halt rausballern. Was fährt die Banane da zusammen? Ich habe keine Ahnung, was der da fährt. Der ist besoffen. Und, ja, glaube ich auch. Und wie gesagt, dieses aus dem fahrenden Auto rausschießen, halt dich umsehen. Da ist zum Beispiel ein Motorradfahrer, der auf dich schießt. Tschüss, da musst Banane. Du jetzt hingucken. Oder guckst du deinen Beifahrer rüber und sowas alles. Und die Demo ging, vielleicht mal 8 bis 10 Minuten gegangen sein, die Demo. Da habe ich aber am Ende schon gemerkt, da habe ich auch schon leichte Kopfschmerzen bekommen. Weil das viel, viel mehr fürs Auge war, als wie die andere Demo, die ich gespielt hatte. Weil da war viel mehr Action, viel mehr Klimbim, wie gesagt, viel mehr fürs Auge, was es erstmal wahrnehmen musste. Na? Ja, und dann kommt es auch noch dazu, ich sag jetzt mal, Sony hat mit der PlayStation an sich einen großen Erfolg gemacht. Mhm. Aber seine 3 Handheld-Konsolen waren ja mehr so der Flop. War... Es hat sich kaum einer eine PSP gekauft, es hat sich kaum einer die PSP Go oder eine Vita geholt. Für die Vita soll jetzt demnächst auch der Support eingestellt werden. Was ist jetzt, kommt die Projekt Morpheus raus, super, juhu, sagen wir mal 400 Euro für das Ding und am Ende gibt es noch Indie-Spiele, die dafür entwickelt worden sind und solche Sachen, die das überhaupt supporten. Lohnt es sich dann überhaupt, wie gerade so eine Demo, lohnt es sich dann überhaupt, dieses Gerät zu holen? Du meinst jetzt die Morpheus, ne? Also, ich sag mal, es sollen ja nicht nur Demos kommen. Das hatte ja der haben sie ja von Sony ja gesagt gehabt, es sollen ja nicht nur die Demos sein. Die Demos soll es dann halt wohl kostenlos dabei sein bei der Morpheus wahrscheinlich. Aber es sind auch große Entwickler halt auch richtige Spiele dafür zu entwickeln. So, jetzt stellt euch aber mal vor, irgendein richtig actiongeladenes Game. Ich habe letztens einen kurzen Ausschnitt gesehen, da hat einer mit Wii-Controllern, Projekt Morpheus oder Oculus Rift, eins von beiden, und so ein Gestell, wo er halt selber drin gehangen hat und sich bewegt hat, hat er relativ viel 4 gezockt. Ja, das ist für einen PC. Das ist für einen PC, das kenne ich auch. Da hast du Spezialsocken an, wo du drauf rutscht. Ja. Ist ganz ehrlich, wer hat zu Hause Platz, den Platz auch. Und ich habe mich nur preislich erkundigt, was das kostet.
Ich habe das auch gesehen. Also das komplette Set, das liegt ungefähr bei 5.000 bis 6.000 Euro dafür. Ja, klar. Aber jetzt allein stell dir halt mal vor, du lässt das Teil weg und mit Oculus Rift. Und du darfst nicht mehr wie 80 Kilo wiegen für die Plattform. Okay. Also Banane, teilen wir zwei schon mal raus. Ja, okay. Ne, wir drei eigentlich. Wir drei werden das nicht spielen können. Ja, dieser... ich bin mal gespannt. Ich möchte dieses mit dem Projekt Morpheus auch ein bisschen beobachten. Mal gucken, was sich so ergibt. Weil die Spieleentwickler momentan sind ja auch dazu genötigt worden von Sony, jedes Spiel Remote Play unterstützt zu machen. Mhm. Also das heißt, dass ich mit einem Sony Xperia Handy oder halt mit der PlayStation Vita eine Remote-Verbindung mit meiner PlayStation 4 herstelle. Mhm. Gebracht hat das aber auch nicht viel, weil die Verkaufszahlen von der Vita sind dadurch auch nicht höher geworden. Nee. Und ich bin mal gespannt, wie es mit der Morpheus abläuft, weil es gibt nicht viele, die von dieser virtuellen Realität überzeugt sind. Obwohl sie schon ein geiles Design hat, das Ding. Ja, das Problem ist einfach, ich kann mir vorstellen, dass es bei Projekt Morpheus so sein wird, dass viele einfach Angst davor haben, vor was Neuem. Das wird das sein. Ja. Und da werden viele halt, ne, Respekt auch haben. Anderes. Was denn? Was das meinst ist mehr du denn? Der Respekt davor, Geld für was rauszuhauen, was sich am Ende nicht durchsetzt. Das auch, das kommt ja auch noch dazu. Das kommt ja auch noch dazu. Also, das ist es ja, was ich meine. Man soll jetzt wirklich 400 Euro für eine VR-Brille rausnehmen, wo vielleicht in den nächsten 5 Jahren nur 3 Spiele für rauskommen. Ärgere ich mich grün und blau, dass ich das Geld rausgeschmissen habe. Aber und dann, wenn die ganzen Titel rauskommen, kostet die Morpheus vielleicht immer noch 200 Euro. Ja, aber da glaube ich, man muss es auch so sehen, es steckt da nicht hinter so wie so ein, ich sag mal, wie so ein kleiner Pipifurz, ne, sondern da steckt wirklich schon Sony hinter. Oder bei Oculus, ja, ne, es steckt ja Facebook noch mit hinter. Und ich glaube nicht, dass Sony Morpheus in den Brunnen fallen lässt. Glaube ich nicht. Nee. Also nee, dafür, ja, werden so schon, dafür werden die schon was tun. Ja. Die Morpheus war ja damals ja schon für die PS3 geplant gewesen. Ja. Die ist ja jetzt schon, was weiß ich, wie lange in Entwicklung. Und dadurch, dass sie so lange entwickelt war, Banane, hör auf, so ein Wurst zusammenzufahren. Du Metschnute. Du Metwurst. Du alte Metwurst. Du alte Metwurst. Ja, du bist auch so eine Hackfresse, du. So wie beim beim PS4 Familientreff Rindspümmel. Sehr gut. Ding, dong, dong. Ja, so ist das, ne? Ja, ich bin da sowieso mal gespannt, also. Ich stelle euch vor, eine Crew mit VR-Brille. Ja, so Crew mit VR, das könnte ich mir. So Rennspiele könnte ich mir lustig vorstellen. Klar, also das guck mal nach links, guck mal, da ist das Ding. Ja. Ja, aber das würde, glaube ich, weil das so direkt am Auge ist, warum nichts drumherum hat, auch bei den Geschwindigkeiten bei der Crew, einfach nur epileptische Anfälle ausrufen. Ich glaube eher, dass jemand eher schnell schlecht werden könnte, weil es so schnell ist. Ja, das ja. Ne? Das weil heißt, Dings hier, ich hab, weil. Ich was ich wohl weiß, ist, dass zum Beispiel Projekt Cars schon an einer Unterstützung für Projekt Morpheus arbeitet. Ne? Ja, und jetzt überleg mir, du spielst so ein Projekt Cars mit so einem LaFerrari und dann Vollgas. Wie, wo fahren wir hin? Ist der Wegpunkt? Mir hat der Wegpunkt was ganz anderes angezeigt. Haha, selber schuld. Ja, und jetzt führe ich in eure Richtung. Wartet! Wartet! Also ich bin der Meinung, sowieso bei Rennspielen mit der Projekt Morpheus Der Zug hat mich fast erwischt! Was hat denn Banane mit dir? Das ist unglaublich. Ja, der Zug hat mich fast. Wir cruisen mal so langsam so ein bisschen hier, um so ein bisschen auf die Banane zu warten. Bisschen, ja. Ja, ein bisschen die Reifen warm halten hier. Genau. Jetzt spielen sie hier groß, weil sie auch mal auf mich warten müssen, ne? Ja. Auf wen müssen wir denn immer warten? Auf die Banane. Weil die Banane guckt, was der für ein Käse zusammenfährt. Ja, ist unglaublich. Guck dir der, wir alle fahren sauber, schön gerade in unserer Spur, was macht der?
Als würde er nebenbei noch schön ein Bier trinken. Nee, der Dings, der meint auch, ihm gehört die ganze Straße, wahrscheinlich. Ja. Sag mal, wer hat den Wegpunkt gesetzt? Banane. Ja, man merkt, der Wegpunkt ist Banane. Ich habe keine Ahnung, wie weit was? Ist es denn? Banane, du guckst doch wahrscheinlich auf die Map und alles. Ja, ne? Du 30 Kilometer. 30 Kilometer, gut, dann würde ich sagen, zwei wir machen... Haben wir erst. Ich glaube, wir machen dann, glaube ich, hier, machen wir erstmal Rast ein bisschen. Ja. Und der fährt mir erstmal in die Karre. Banane, das gewöhnst du dir jetzt demnächst ab. Ich schwöre dir das. Das gewöhnst du dir erstmal schön ab. Ja. Ne? Da gibt es jetzt in der Pause, gibt es jetzt erstmal Lafka von mir. Warte ab. Ey, ja, warte von mir ab. Auch. Ich kann so oft sagen, wie ich will, es war aus Versehen. Ja, ja, es war aus Versehen. Es ist, bei dir ist es immer aus Versehen. Es ist in letzter Zeit sehr, sehr, sehr aggressiv. Genau. Nein, wie gesagt, also, ja, das soll es erstmal für die Folge gewesen sein. Wir verabschieden uns mit einem Heidi-Ho. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.